Im Android App Store gibt es jetzt die Master Jam Witze App. Jeden Monat ein Update mit 100 neuen Witzen. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Wenn du nachts auf einer einsamen Straße unterwegs bist und vor dir ein Reh auftaucht und dann ganz schnell wieder verschwindet, dann ist das entweder Zauberei oder Bambi Jumping. Oh. Wegen Ärztemangel soll der Numerus Clausus abgeschafft werden. Als Voraussetzung für das Studium sollte dann eine unleserliche Handschrift ausreichen. Wenn ich Bier zu Hause habe, aber mir unterwegs eines hole, ist das dann Fremdgehen? Immer wenn ich im Supermarkt auf eine Plastiktüte verzichte, spüre ich ein kleines Küsschen von Greta Thunberg auf meiner Wange. Oh. Vor kurzem habe ich auf dem Parkplatz beim Supermarkt ein weinendes Mädchen gesehen. Sie sagte mir, sie habe eben irgendwo 100 Euro verloren. Daraufhin habe ich ihr 10 Euro geschenkt von den 100, die ich kurz davor auf dem Boden gefunden habe. Ich bin so ein guter Mensch. Habe mich eben dabei ertappt, wie ich mit verschränkten Armen hinter dem Rücken durch die Gegend geschlendert bin. Ich, 34, Frührentner. Ein Schuhkarton voller Fotos. Die Dropbox der 90er Jahre. Hier, das ist eine richtige Dropbox. Geil, ey. Da gehört so Fotoschüssel und sowas rein. Halt. Nice. Ja. Ich bin erkältet und war beim Arzt. Er hat mir Rotlicht verschrieben. Aber ich weiß auch nicht, wie mein Besuch im Bordell helfen soll. Jung sein im Jahr 2019 ist toll. Sterbe ich durch den Klimawandel? Wird der Faschismus wieder populär? Oder falle ich einfach beim Selfie machen von einer Klippe? Es bleibt spannend. Ich habe Muffins gemacht, die extrem fluffig sind. Ich nenne sie Fluffins. Ich komme gerade auf dumme Gedanken. Wer kommt mit? In Amerika wird debattiert, ob Videospiele mit an den Amokläufen schuld sind. Also ich bin selber Gamer und habe erst 2 Leute getötet. Diese Leute, die sagen, dass sie Katzen lieben und dann nur am Weltkatzentag welche essen, sind für mich Heuchler. Alf gefällt das. Auf Facebook. Ich bin ein sehr heiterer Mensch. Erst neulich im Mai 1997 musste ich über etwas lachen. Gott zu Adam und Eva. So, wer von euch möchte im Stehen pingeln können? Ich. Okay, Eva, dann bekommst du den multiplen Orgasmus. Das Leben ist zu kurz, um vor dem Duschen auf Toilette zu gehen. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, wie ich den Haufen durch das Sieb bekommen soll. Yeah, sie sind alle weg. Ich habe das ganze Haus für mich allein und ich muss nichts machen, was ich nicht will. Was mache ich denn jetzt als erstes nicht? Ich finde es erstaunlich, dass wir in einer Zeit leben, in der es Ultra HD und Dolby Atmos Surround gibt, sich aber ein Telefongespräch im Radio so anhört, als hätte jemand mit seiner elektrischen Zahnbürste angerufen. Ich bin mit Bambi aufgewachsen. Ich kenne mich aus mit Regeneration. Uff. Regelmäßiges in den Spiegel gucken muss nicht immer etwas mit Eitelkeit zu tun haben. Es kann auch Tapferkeit sein. Ich mag Enttäuschungen. Einer meiner besten Freunde sind Enttäuschungen. Like und abonniere YouTuber. Like und abonniere YouTuber.